Eigentlich müsste ich doch voll glücklich sein, dass mit Lynn wieder alles gut ist. Aber irgendwie fühlt es sich gerade nicht danach an. Hallo! Jonas ist wieder da! Lynn? Ist jemand zu Hause? Hi! Willst du mir nicht mal Hallo sagen? Hallo. Hi. Sag mal, was ist falsch mit dir, Jonas? Bevor du irgendwas sagst, schau mal. Ich hab dir was mitgebracht. Will ich gar nicht sehen. Hallo. Du kommst hier hin, denkst, es ist alles cool, nachdem du mich verarscht hast, also nachdem du mich angelogen hast, so tust, als müsstest du lernen, mich nicht anrufen kannst, Lenny gleichzeitig aber ein Video schicken kannst. Und das war zum Beispiel nicht das erste Mal, okay? Hör mir doch erstmal zu, okay? Guck mal, ich dachte, wir können irgendwie ein bisschen neu anfangen. Und ich hab dir doch gesagt, dass es mir leid tut. Schön, Jonas. Und dass es dir leid tut, ist jetzt eine ganz einfache Ausrede dafür. Nein, Mann, das ist keine du checkst Ausrede. Es nicht. Doch, guck mal, hör mir doch mal zu. Guck mal, wir hatten halt den ganzen Tag immer Schule. Deswegen konnte ich mich nicht so viel melden. Und abends wollten die Jungs halt immer feiern gehen. Dann bin ich natürlich mitgegangen. Ah, und deswegen lügst du mich an. Okay? Nein, es ist kein Grund und du hast mich nicht zum ersten Mal angelogen mit dieser ganzen Feierei. Okay? Das weißt du selber. Also tu jetzt nicht so, als wäre das nichts, was du getan hast. Guck mal, ich hab mich doch schon. Fass mich doch nicht ständig an. Guck mal, ich hab dir ein paar Kuchen mitgebracht. Süßigkeiten, weil ich weiß, du magst sie so gerne. Und, guck mal, ich hab sogar Hunger was mitgebracht. Ein paar Autos. Das sind England-Flaggen, beziehungsweise von Großbritannien, und so kleine Frösche. Ja, was soll sie damit? Da kann sie sich dran verschlucken, okay? So, und ich habe jetzt keinen Bock mehr, mit dir zu reden. Ich werde jetzt zur Schule gehen und du kannst dir deinen Scheiß. Ja. Danke, nein. Ja, ich muss verstehen. Können wir noch mal reden? Lynn, es tut mir leid. Ich weiß, war alles scheiße von mir, aber guck mal, du kennst mich ja ein bisschen. Und bei einer guten Party kann ich halt einfach nicht Nein sagen. Schön für dich. Und ich hab dich auch nicht betrogen, falls du es denkst. Wirklich nicht. Wir haben einfach nur ein bisschen gefeiert und ich weiß auch, es war scheiße, dass ich das nicht von Anfang an gesagt habe. Ich weiß das, okay? Jonas, ich glaube. Und ich hab einfach nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, du denkst öfter mal nicht nach und du checkst einfach nicht, worum es mir geht, Mann. Es geht nicht darum, dass du mal feiern bist. Darum geht's mir. Es geht darum, dass ich einfach als Mama vor allem jemanden an meiner Seite brauche, dem ich vertrauen kann, der sich an Absprachen hält, der mich nicht im Stich lässt. Ich schwöre dir, der kann nicht sein. Der mich nicht anlügt, um uns irgendwie loszuwerden und feiern zu gehen. Ich verspreche dir, das wird nie wieder vorkommen. Wirklich nicht. Es ist aber leider schon passiert, okay? Wird aber nicht mehr, okay? Ich will, Lynn, guck mal, ich will einfach nur, dass alles wieder gut ist zwischen uns. Wie vor England. Es war doch alles schön, wie es war, oder nicht? Und ja, es war scheiße von mir, dass ich angelogen habe, aber wir müssen uns ja jetzt nicht die ganze Zeit streiten, deswegen. Das meinst du solltest dir vielleicht einfach mal einen Kopf darüber machen, was du wirklich willst. Dich. Jeden Tag Party machen und saufen und lügen oder mich und Luna. Und wenn du es ernst meinst, dann, keine Ahnung, würdest du mit dem Lügen auch einfach aufhören. Ich werde mich auf jeden Fall nicht so behandeln lassen, wie du es mit Sina gemacht hast. Nein, damit, du, das hast du auch muss gar nicht verdient. Okay? Lynn, warum übertreibt sie jetzt so? Tut so, als würde ich sie im Stich lassen, nur weil ich ab und zu mal ein bisschen feiern gehe. Ich meine, so ein Drama ist es jetzt auch nicht. Aber ich will sie auch nicht verlieren. Kannst du mir sagen, warum Frau Emeling immer so einen Hass auf mich hat? Digga. Jedes Mal. Jedes Mal. Digga, irgendwo bist Warte du. Warte mal kurz. Ja, okay. Lynn. Lass doch noch mal reden. Ey, ich kann das nicht die ganze Zeit mit dir streiten. Lass doch wie vernünftige Menschen das alles klären. Wenn du wüsstest. Nee, anders. Wenn du mich kennen würdest, dann wüsstest du, dass ich jetzt nur noch von der Kita abkommen muss, okay? Und keine Zeit habe, mit dir zu reden. Aber, ey, vielleicht lernst du es noch. Ich will gar nicht lange stören, aber ich habe gesehen, wie Lynn ab
Bedanken ist. Und ich meine, sie war ja den ganzen Tag schon irgendwie komisch zu dir. Richtig. Ist alles cool bei euch? Offensichtlich nicht, oder? Das tut mir leid. Und wenn du darüber reden möchtest, dann bin ich da und höre dir gerne zu. Und gib vielleicht ein, zwei coole Ratschläge? Ja. Guck mal, irgendwie ist alles kacke, seitdem ich wieder aus England da bin. Okay, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe, bevor ich nach England gefahren bin, sie sitzen lassen beim Kinderarzt mit Luna, weil ich mit Malte und Leonard feiern war. Aber keine Ahnung. Ich war zwar auch nicht so ganz ehrlich in England zu ihr, weil ich halt die ganze Zeit gesagt habe, ich bin leer, obwohl ich feiern war. Aber guck mal. Und jetzt ist sie pisst. Natürlich ist sie pisst. Ich kann das ja auch verstehen, aber ich habe mich schon tausendmal gefühlt entschuldigt. Und sie lässt mich nicht mal einen Millimeter an sich ran. Und wirft mir dann vor, dass ich sie gar nicht kenne. Oder sagt mir, entscheide dich. Entweder möchtest du feiern gehen oder mit mir zusammen sein. Flynn weiß, wie wichtig sie dir ist. Ja, ist sie mir auch. Was weiß sie? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe keine Ahnung. Lass sie jetzt erstmal. Gib ihr ein bisschen Raum, damit sie irgendwie drüber nachdenken kann. Und dann renkt sich das alles schon wieder ein. Und geh vielleicht nicht die ganze Woche mit den Jungs feiern. Das ist mir schon klar. Okay, ich wollte es nur gesagt haben. Ich will einfach nicht mehr mit dir streiten. Das wird schon wieder. Lass den Kopf nicht hängen, okay? Ich glaube, ich überlege mir noch mal irgendwas für sie. Mach das. Und danke fürs Zuhören. Gerne. Bis dann. Hallo. Ciao. Ich habe gerade noch einen kleinen Abstecher zu unserem Lieblingstuner-Laden gemacht und habe dir deinen Döner mitgebracht mit extra Tomaten. Ohne scharfe Soße, nur Kräuter und Knoblauch und ganz wichtig, Schafskäse. Außerdem war ich schon spät, ich habe deine Lieblingslimo besorgt. Und für Luna habe ich ihre Zookekse besorgt. Die isst sie doch am liebsten, vor allem den Löwen. Also, wer kennt euch noch nicht mal so gut? Kennen? Was soll ich noch machen? Ich habe mich erklärt, ich habe mich entschuldigt und habe es versucht, wieder gut zu machen. Ich hasse es, mich zu streiten mit dir, vor allem wegen so unnötigen Sachen wie Party. Ich will mich auch nicht mit dir streiten. Und Party ist doch in deiner Augen ja eigentlich nicht unnötig. Ich mache auch gerne Party. So, ich will auch gerne feiern, aber ich will einfach nicht das Gefühl haben, dass Party machen und saufen dir wichtiger ist als ich. Warum denkst du sowas? Weil es sich manchmal so anfühlt. Guck mal, für mich seid ihr das Wichtigste. Du und Luna, wirklich. Und ich habe euch auch wirklich in England vermisst. Glaub mir das bitte. Und ich habe mich so sehr gefreut, hier wieder herzukommen, mit dir Zeit zu verbringen. Weil das mache ich doch am liebsten. Und deswegen habe ich mir noch was einfallen lassen. Und zwar kennst du doch Project Berlin, ne? Mhm. Die sind bald in Matrix. Und dreimal darfst du raten, wer zwei Tickets dafür besorgt hat. Da können wir zusammen gehen und einen schönen Abend verbringen. Und vielleicht dann mal ein kleines bisschen zusammen feiern. Ja. Danke. Dann essen wir jetzt einen Döner. Ja. Mit Tomaten. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Mhm. Was? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ey, was für ein Glück. Ich hatte echt schon Schiss, dass das war. Und das nur wegen so dummen Partys von mir. Ich bin echt froh, dass ich nochmal die Kurve gekriegt habe. Nein, ich bin nicht kitzelig. Oh, du bist kitzelig. Nein. Ich will dich nicht kitzeln, ansonsten kommt der Döner wieder raus. Ja. Mit den ganzen Tomaten am Stück. Oh, die war so lecker. Ja, ich finde die Soße immer grandios da. Die Knoblauchsoße. Mmh, lass mal riechen. Mmh, lecker. Mmh, lecker. Aber ich finde, wir haben genug gechillt. Ich hab Bock auf ein bisschen Action. Mhm. Lass mal was spielen. Was willst du spielen? Ich hab eine Idee. Entweder. Oh, Entschuldigung. Oh, alles gut. Entweder wir spielen ein bisschen Billard. Oder wir darten ein bisschen. Dann kannst du deine Zielfähigkeit noch mal ein bisschen üben. Wer stört denn jetzt?
Lenny stört mal wieder. Und Miller. Er schreibt, habt ihr beide noch Bock, mit der Clique abzuhängen? Miller hat Geburtstag und ist ein bisschen angespannt alles. Also, wenn ihr Lust habt, lasst am Späti treffen. Nö. Haben wir keine Zeit, weil Luna schläft. Und wir können jetzt nicht weg. Und wir können ja auch mal einen Abend zusammen alleine zu Hause verbringen. Wir müssen ja nicht immer saufen gehen am Späti. Hau. Ich bin erwachsen geworden, ne? Mhm. Ich bin auch ein bisschen überrascht von mir selbst. Guck mal, also jetzt weggehen wäre halt wirklich doof wegen Luna. Aber wenn da schlechte Stimmung ist bei denen, hier ist niemand, alle sind im Müllers. Chiara kommt auch gleich noch nach Hause vom Einkaufen. Könnten die auch einfach herkommen. Ich habe die auch schon wieder jetzt etwas nicht gesehen und hatte Lust, dass die herkommen. Also Klickenzeit! Also ich würde natürlich auch gerne den Abend mit dir zu zweit verbringen, aber wenn du wirklich kein Problem damit hast, dann würde ich mich auch freuen, wenn die alle vorbeikommen. Ach, weil Luna wird safe eh nicht so schnell wach. Nein, die schläft wie ein Stein. Manchmal. Mhm. Das ist wirklich okay? Mhm, danke. Gerne. Aber bevor die kommen, können wir die Zeit eigentlich noch nutzen, ne? Meinst du bist so schnell? Wenn ich mir Mühe gebe, ich meine, ich habe dich ganz schön vermisst und da hat sich ein bisschen was aufgestaut. Also. Oh! Ja! Du hast verloren! Ich hab gewonnen! Ja, es geht um ein Bier und das gehört jetzt mir! Olle! Ich will auch ein Bier. Feierabend! Ich will auch ein Bier haben. Aber du hast nicht gewonnen. Du hast aber nicht gewonnen. Du hast nicht gewonnen und du hast nicht mitgespielt? Chiara, wir haben leider ein kleines Problem. Es gibt kein Problem, es gibt nur Lösungen. Wir haben kein Bier mehr. Blöd! Wir können es ja anders machen. Wir gehen Party machen. Wir gehen Party machen und da kannst du Bier ausgeben. Was sagst du dazu? Selbst. Wer ist dabei? Yes. Wer ist dabei? Yes. Das ist eine schöne Idee. Mausi, ja. Sind wir dabei? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht. Hast du gekickt? Ja. Luna hat gerade geantwortet. Ich gehe mal kurz gucken. Ja, alles gut, dann machen wir hier Party, oder? Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Bier von Joe oder so. Ja, vielleicht 1, 2, 3, 8. Und ich mach hier weiter. Mann, eigentlich wäre es schon gern nochmal losgegangen. SMS von Sina? Hey, wollte nur fragen, ob bei dir alles gut ist. Hoffe, das mit Lynn hat sich wieder eingerenkt. Digga. Wer war das? Warum verfolgst du mich? Warum fühlst du dich so angegriffen? Schon, dass ich sehe. Ja, und ich sehe, du blickst, weil deine Augenbrauen anfangen zu zucken. Nenn mich nicht schön, das war. Es war nur meine Mom, die hat gefragt, wie Engel. Dankeschön! Voll schön, dass deine Mama dir sowas schreibt und dich fragt. Bis morgen mal. Ja, das bedeutet dir bestimmt viel. Glaube ich auch. Ja, okay. Das war voll laut. Ja, mein Fehler. Und ich habe auch einen coolen Tausch für dich. Guck mal. Es gibt keinen Tausch. Eigentlich müsste ich doch voll glücklich sein, dass mit Lynn wieder alles gut ist. Aber irgendwie fühlt es sich gerade nicht danach an. Wer streitet denn da so? Wo ist Sami gelassen? Sami ist gerade bei seinen Eltern. Gut, er ist jetzt mein Verlobter. Ich bin morgens aufgestanden und gesagt, wenn Daniel, geh ich mal hin. Oh, Franzi hat ihr Handy vergessen. Da hat erst mal ein Bier gesoffen, Alter. Also nicht immer nur eins und so. Warte. Hi, Franzi. Schön, dich letzte Woche kennengelernt zu haben. Morgen steigt wieder eine Sex-Positiv-Party. Ich hab das deine dir zuliebe in der Veranstaltung getan, damit du dich nicht so aufregen musst. Jetzt kriegt ein Föhn. Bitte die Wohnung hier instand halten. Keine Scheiße bauen. Ich würde sagen, wir starten das ganze Projekt mit einer fetten Party. Hallo! Ich hab eine Aufgabe für euch. Haltet mal die Fresse. Hey, hallo? Hab ich gehört. Soll ich die Pause?